Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen fort mit dem nächsten Vortrag, mit dem nächsten Gespräch. Thomas Altgeld, Kommunikationsroutinen und Gesundheitskommunikation von Männern und Frauen. Thomas Altgeld ist Geschäftsführer der Landesvereinigung für Gesundheit und der Akademie für Sozialmedizin in Niedersachsen, sprich in Hannover. Nicht nur, weil er ausgewiesener Experte ist für dieses Thema, haben wir ihn eingeladen, sondern weil er vor, oh Gott, 3-4 Jahren hier in der Stiftung war. Wir hatten eine interne Veranstaltung gehabt zum Thema, in dem Sinne auch wiederum, Gesundheitskommunikation von Männern und Frauen. Eine tolle Geschichte daraus ist erwachsen. Wir müssen auch mal was anderes machen, beziehungsweise wir möchten das auch als Veranstaltung der politischen Bildung anbieten. Da gab es eine Blaupause von Thomas Altgeld und Frau Petra Kolib. Und nach einigen Wochen fand diese Veranstaltung endlich statt oder findet statt. Also wenn Ihnen die Veranstaltung gefallen hat, liegt das auch an Thomas Altgeld. Was die Überleitung wäre, das hatte ich Thomas Altgeld schon angedroht. Frau Höppner sprach heute früh vom Genderknie in diesem Flyer. Was macht jetzt nun eigentlich die Ansprache im Bereich Gesundheit für Männer und Frauen aus? Ich glaube, das ist es nicht. Und das wusste ich damals schon, als er bei uns war und den Vortrag gehalten hat. Bitte schön, Herr Altgeld. Ja, schon irgendwo. Danke für die Einführung. Das ist wirklich nett. Es wäre nett, wenn Sie das umschalten könnten, einfach genau auf die Präsentation. Sie haben eben gesagt, ich wirkte etwas nervös. Ich wirkte vor allem etwas nervös, weil ich nicht weiß, ob das passt, was ich jetzt machen will. Weil wir haben ja heute Nachmittag in erster Linie eher über Trends in Gesundheitsberufen gesprochen, als über Gender in Gesundheitsberufen und den Trends, die dort sind. Und ich bin eher jemand, der in dieser Themenstellung sich tatsächlich damit auseinandersetzt, eben tatsächlich, was sind denn Bilder von Männlichkeit, von Weiblichkeit, wie wird das im Alltag hergestellt und wie beeinflusst das auch möglicherweise eben professionelles Verhalten oder auch eben tatsächlich Versorgung oder Nichtversorgung. Und in meinem Fall, ich komme aus dem Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention, das ist ein weiblich dominiertes Arbeitsfeld. Das ist exotisch, sich als Mann in dem Bereich damit zu beschäftigen. Und so bin ich auch dazu gekommen, dass wir lange Zeit einen Arbeitsbereich Frauengesundheit hatten und dann immer gesagt haben, wir wollen mal was für die Männer machen. Also ich verdanke mein Interesse für Männergesundheit den Frauen, und zwar den professionellen Frauen in meinem Team, die mich dazu getrieben haben. Das als Vorbemerkung. Und dann war ich etwas irritiert heute Morgen, wie... Und das ist auch die letzte Vorbemerkung, wie neutral das zum Teil behandelt wird. Also ich glaube, dass es geht nicht nur um Berufsgruppen oder Unterschiede in Berufsgruppen in der Vergütung, sondern letztendlich die meisten Männer sind da, wo das meiste Geld ist. Auch in der Medizin. Die sind nicht in der Kinderarztpraxis, dort finden sie mit die wenigsten Männer, oder in der kinderpsychiatrischen Versorgung finden sie kaum Männer. Sie sind bei den Radiologen, sie sind bei den Augenärzten, also dort, wo teuer vergütet wird, finden sie auch viele Männer. Und deshalb ist so die Frage, wie kriegen wir mehr Männer da rein oder nicht, oder die auch im Bereich Kindertagesstätten, die Anstrengungen, Männer in Kitas zu kriegen. Also als Mann finde ich das irgendwie süß. Also, weil das Potenzial, was Sie mit diesen schönen Kampagnen da haben, solange Sie die Vergütung, und auch im Bildungsbereich ist, die meisten Männer finden Sie im Gymnasium, also da, wo Sie am meisten verdienen. Und solange man nicht auch diese Fragen mehr in den Vordergrund stellt, also Verteilungsfragen, wie ist das verteilt, wer kriegt Geld wofür, welche Leistung wird wie bewertet, glaube ich, wird sich da auch wenig dran ändern. Und deshalb denke ich, muss man das immer auch mit als Folie diskutieren und vielleicht auch nochmal grundsätzlich darauf gucken, wie Männer und Frauen in diesem Bereich ticken. Das war jetzt nicht mein Referat, sondern eigentlich nur die Vorbemerkung. Aber ich denke, da muss man wirklich genauer hingucken. Und ich glaube, die meisten Sozialgesetzbücher, auch die Arbeitsmarktförderung, es gibt in keinem Bereich, wo Gender Mainstreaming auch nachhaltig in richtige Strategien gegossen worden ist und auch zu einer Umverteilung oder auch zu einer Andersverteilung von und Bewertung von Geldern führt. Ich werde jetzt natürlich, ich komme aus dem Bereich Gesundheit, mich kurz mit Diskursstrategien zu Männergesundheit auseinandersetzen, dann was zu männlicher Selbstwahrnehmung und Gesundheit sagen, dann aber auch nochmal sagen, wie ist dieser Medizinbereich eigentlich organisiert, warum spielen Genderfragen keine Rolle, und dann an ein paar Punkten deutlich machen, warum
dass irgendwie beispielsweise in der Prävention überhaupt nicht klappt, Männer anzusprechen oder in den meisten Fällen überhaupt nicht klappt, das anzusprechen und wie man sie dann doch ansprechen kann und zum Schluss ein kurzes Fazit ziehen. Das sind zu viele Folien, ich werde deshalb auch ein paar überspringen. Ich schätze mal, Sie stellen sie ja auf die Homepage. Ich fange das an. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Sprung. Die Frage ist, wer redet über was oder welche Bilder hat man? Und das trifft natürlich auch bei Gesundheitsberufen. Wenn ich Sie jetzt frage, wie schätzen Sie das Gesundheitsverhalten von Männern ein, würden Sie auf jeden Fall sehr schnell auf den Gesundheitsmuffel und auf mangelnde Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen und Ähnliches kommen. Aber es ist natürlich immer eine Frage, worauf guckt man? Wer arbeitet in welchem Bereich und wer nimmt welche Behandlung in Anspruch? Und bei dem Gesundheitscheck kann man sagen, der wird häufiger von Männern in Anspruch genommen als von Frauen. Und zwar nur in den jüngeren Lebensjahren zwischen 35 und 44 nehmen Frauen diesen Gesundheitscheck häufiger in Anspruch als Männer. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass da nicht Früherkennungsuntersuchung des Darms drüber steht, sondern Gesundheitscheck ist irgendwie was, was man nebenbei machen kann, was in der Kommunikation vielleicht auch anders rüberkommt oder wo der Arzt einem vermittelt, geht schnell, kostet nichts, ist modern, ist eine kleine Leistung, tut auch gar nicht weh. Und wir gucken aber immer auf dieses Ende, wo Männer schlechter sind. Also der ganze Diskurs in Bezug auf Gesundheit von Männern ist eher von den Risiken geprägt. Und das in der Tradition steht auch der erste Männergesundheitsbericht, der in Deutschland veröffentlicht worden ist. Die haben eine Medienpartnerschaft mit der Bild-Zeitung gemacht. In der ersten Woche, wo der veröffentlicht wurde und an dem Montag gab es dann im Bild-Zeitungstitel, da muss man erstmal mit einem wissenschaftlichen Bericht hinkommen, auf die Titelseite der Bild-Zeitung. Also sie haben das intelligent gemacht, aber der erste Männergesundheitsreport oder Gesundheitsreport Mann, Bild nennt Fakten, sagt, was hilft, Krebs, Übergewicht, Alkohol, Impotenz. Das heißt, die Themen, die da, und ich frage Sie und mich natürlich, ist das Männergesundheit, Krebs, Alkohol, Impotenz, Übergewicht? Und dazu ein kurzes Bild. Es wird bei Männergesundheit immer das betont, was irgendwie nicht gelingt. Also deshalb ist es auch irgendwie in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung eher eine Sache von Frauen, sich um Gesundheit zu kümmern, in Gesundheitsberufe zu gehen, obwohl sie schlecht bezahlt sind, weil es eben zur Geschlechterrolle mit dazugehört. Also die legen vielleicht nicht langfristig länger Wert darauf, weniger zu verdienen, aber die sind eben tatsächlich eben in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, auch in Familien und Beziehungen eher für Gesundheit zuständig. Und die Männer sind zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung oder in dem, was an Vorurteilen da ist, je ungesünder die sind, desto männlicher werden sie dabei. In vielen Geschichten. Und wenn man, letzter Punkt dazu, und es gibt jetzt auch einen EU-Gesundheitsbericht, der wird 2011 erschienen, und da haben die auch nochmal gesagt, das, was über Männer kommuniziert wird, macht sie eigentlich irgendwie selbst dafür verantwortlich, dass sie ein defizitäres Gesundheitsverhalten zeigen und guckt nicht auf die Strukturen, in denen diese Angebote vorgehalten werden und auf Inanspruchnahmebarrieren. Und das ist eben mein Thema, zu gucken, wie nehmen Männer sich selber wahr und was sind vielleicht handlungsleitende Motive. Es gibt seit etwa 5 Jahren diese Stiftung Männergesundheit, oder 6 Jahre sind es mittlerweile schon, die wirbt hier mit dem bekannten Lebenserwartungsunterschied. Und die Frage ist aber auch, da muss man genauer hingucken, weil die in Gesundheit verbrachten Jahre zwischen Männern und Frauen unterscheiden sich nicht groß. Das heißt, dort ist der Unterschied nicht 5 Jahre, sondern irgendwie, die sind in etwa gleich. Und die Frage ist natürlich, welche Werte sind in so einer Diskussion dann überhaupt zugrunde liegend? Ist es attraktiv für einen Mann, 5 Jahre länger gepflegt zu leben? Beispielsweise. Also mit was erkaufe ich die längeren Jahre oder falle ich lieber im vollen Galopp vom Pferd? Also was natürlich auch dann noch mal männlicher ist. Also in den ganzen Nachrufen wird das nicht, aber das immer nur auf sowas zu gucken. Also ich möchte Sie, und das ist auch das Einzige, was ich kann, vielleicht Sie dafür sensibilisieren, welche Stereotypen haben Sie? Und wie ist dieser ganze Diskurs aufgebaut? Das ist eine Folie, die ich immer zeige und auch schon sehr lange. Es gibt alle Jahre wieder, wir hatten das gerade vor 3 Wochen, was Männer wirklich wollen, Fokustitel zu weichen Männerthemen. Auch im Spiegel oder im Stern finden Sie das. Und die haben in Bezug auf Haare und andere Männerprobleme, war seinerzeit der Fokustitel, geguckt, eine kleine Befragung gemacht, welche Probleme haben Männer und von welchen Problemen glauben Frauen, dass auf jeden Fall Männer die haben.
Und Sie müssen das nicht im Einzelnen lesen, aber die weißen Balken sind die Antworten der Frauen und die schwarzen Balken sind die Antworten der Männer. Das heißt, es gibt überhaupt kein Problem, von dem Männer in einer öffentlichen Befragung das so oft zugeben, dass sie das haben, wie Frauen es ihnen zuschreiben. Das ist von geringer Verdienst, Übergewicht bis zu sexuellen Problemen. Frauen glauben immer, das ist ein Problem für Männer, ohne dass Männer das von sich selber wahrnehmen. Und am eklatantesten ist der Unterschied bei der Angst zu versagen und bei über Gefühle nicht reden können. Da sind die Nennung 50% auseinander. Und Gesundheit ist in diesem Feld eben auch eins der Punkte, wo eben tatsächlich genau die Unterscheidung zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung eine ganz deutliche Rolle spielt. Und dieser Spruch, den habe ich lange skandalisiert, aber mittlerweile schätze ich ihn, weil er natürlich auch eine gewisse Gefühlsqualität ausdrückt. Und wir können in vielen Bereichen der Prävention nicht gegen dieses gute Gefühl anarbeiten. Also, dass einem eigentlich nichts passieren kann, dass es irgendwie nicht so dick kommt oder dass es einen nicht trifft. Optimistischer Fehlschluss nennt die Psychologie das. Aber das ist an sich ja als Gefühl ganz schwer, eben mit präventiven Maßregeln eben zu begegnen. Und deshalb doch nochmal auch eine Frage, wie entsteht denn Gesundheitsverhalten und wie entstehen Geschlechterstereotype über Gesundheit und wie entstehen vielleicht dann auch in der Weiterführung dessen, was wir heute diskutiert haben, Berufswahlwünsche von Männern und Frauen. Und ich glaube eben, das ist nicht mein Modell, sondern tatsächlich Geschlechtsidentität fällt gerade im Bereich Gesundheit nicht vom Himmel, sondern es gibt sehr unterschiedliche Faktoren, die darauf einwirken. Biologie ist das eine, aber jede Menge Sozialisation und kulturelle Stereotype spielen dort eine Rolle. Und dann werde ich erst zu dem Mann, der sich so erlebt. Oder wie erlebe ich mich dann als Mann? Und was muss ich sein, um dieser Mann zu bleiben? Wie ist mein Körperbild? Was tue ich dafür, was tue ich nicht dafür? Und dann kommt erst das geschlechtstypische Verhalten dabei raus, eben sich um sich zu kümmern, nicht zu kümmern, riskanter zu sein oder nicht riskant zu sein. Das ist erst der Ausfluss all dessen, was wir als Geschlechtsidentität eben in einer langen Sozialisierung mit mitgebrachter Biologie dann eben ausüben. Und die Frage ist gerade gesundheitlich gesehen, ob eben gerade das Riskante nicht auch das männlichere und deshalb attraktivere Verhalten ist. Und ich glaube, wird viel über neue Männer gesprochen und die gibt es sicher auch, die dann irgendwie Kinderwagen schieben oder was anderes machen oder Teilzeit arbeiten. Und das soll nicht despektierlich klingen. Aber ich glaube trotzdem ist es wichtig, bei der Handlungsleitung von Männern oder von dem, woran Männer sich orientieren, sich von dem abzugrenzen, was gerade als weiblich gilt. Und die Amerikaner sagen dazu, no sissy stuff. Also wenn Verhalten und sei das auch ein Berufswahlverhalten gerade als weiblich konnotiert ist, ist es ganz schwer als Mann das auszuüben, vor allem gegenüber anderen Männern. Also dann nicht in diese Ecke zu kommen, ich bin zu weich, ich bin zu schwul oder ich bin sonst was, was eben unmännlich sein könnte. Und das ist eben, glaube ich, in der Frage gerade, wie sortieren sich auch die Geschlechter in Berufen, auch eine zentrale Geschichte, aber auch eine Frage, wer übt welches gesundheitsriskante Verhalten aus oder nicht. Ein anderer Punkt. Die Frage natürlich eben, warum spielt, wenn Geschlecht so zentral ist in Bezug auf Gesundheitsverhalten, warum spielt das in den wenigsten Geschichten eine Rolle? Und wieso spielt es überhaupt im Medizinsystem keine Rolle? Ich habe mit Frau Höppner schon eben auch eben über die Physiotherapeutenausbildung eben gesprochen. Ich habe ein paar Jahre in Emden gelehrt, Anfang des Jahrtausends kann man schon sagen, da merkt man, wie alt man wird. Ja, jedenfalls war ich relativ erstaunt darüber, obwohl in der Physiotherapie ständig Männer Frauen anfassen und Frauen und Männer anfassen, dass Geschlecht überhaupt kein Thema ist. Also die Frage ist, was passiert dann und was machen die miteinander und was kann passieren? Also nicht mal bei dem Thema, was eben vielleicht auch eine Rolle spielen kann, sexuelle Übergriffe, wird das da thematisiert. Und in der Medizin wird es in der Regel eben auch nicht thematisiert. Und die Frage ist, ob es überhaupt langfristig Sinn macht, sich das Geschlecht so auszublenden oder ob es nicht zentrale Qualitätsfragen sind, das zu machen und ob Gender Mainstreaming nicht mehr als eine Floskel sein muss, also die überall irgendwie drüber steht. Wir wissen es aus dem Bereich der Jugendhilfe, wo es in SGB 8 auch drinsteht, gibt es eine Untersuchung vom Deutschen Jugendinstitut, und die konstatieren für den Bereich in der Umsetzung eine verbale Aufgeschlossenheit gegenüber Geschlechterfragen bei weitgehender Verhaltensstarre. Und wir haben in der Medizin nicht mal wirklich eine verbale Aufgeschlossenheit dafür. Das wird eher als Frauenthema verkannt,
weil Frauen sich in diesen Fragen mehr engagieren als Männer und eben da eben auch geschlechterbewusster oder kritischer mit der Versorgung sind. Aber die Frage ist, ob die Herzinfarktversorgung von Männern, nur weil sie bessere Medikamente kriegen oder weil sie mehr Stents kriegen, wenn sie in eine Verengung der Herzkrankheit besser ist, oder ob es eine Überversorgung von Männern ist. Es gibt kaum einen Bereich, wo wir seriöse, gegenderte Therapien haben. Und bei sowas wie Disease Management Programmen oder Reha oder auch Logopädie wäre es doch eben auch eine Frage, ob das nicht eben ein zentrales Qualitätsmerkmal von Therapie sein könnte. Ich hatte es schon gesagt, in den Forschungsfragen, auch in der Verteilung von Forschungsgeldern sind Genderfragen völlig irrelevant. Wir leisten uns jetzt den Luxus einer nationalen Kohortenstudie, wo 320 Millionen in 10 Jahren ausgegeben werden, wo eben das ganze Gender-Thema auf ein bisschen angemümmelten Sex ausdifferenziert wird. Also die können irgendwie jede Zelle dann irgendwie nach Männchen und Weibchen organisieren. Aber eben die Frage, ob man nicht diese ganze Studie auch mit Gender-Fragen und auch mit psychologischen Fragestellungen besser hätte anrechnen müssen, um überhaupt in einer nationalen Kohorte bei sowas wie Versorgung von chronischen Erkrankungen, und das sind ja in erster Linie jetzt mit neuen Krankheitslasten auch psychiatrische Erkrankungen, ob man da überhaupt ohne das auskommt, ist eben eine Frage. Der Mainstream ist nicht da drin, das taucht in Forschungsroutinen immer im Vorwort auf oder in eben so einem Standardsatz, dass es eben für beide Geschlechter gleich gilt oder dass es versucht wird, für beide zu machen. Egal, und die Gutachter, die darüber befinden, sind natürlich auch nicht gegendert, also haben kein Bewusstsein für diesen Bereich. Ich war Gutachter in so einem Präventionsforschungsbereich. Die Diskussionen sind unter Gender-Aspekten, finde ich, hanebüchen. Also dort wird nicht investiert und deshalb wird auch Therapie kaum verändert. In der Ärztezeitung konnte man lesen, in Bezug auf Depressionstherapie bei Männern, das war auch das Bild dazu aus der Ärztezeitung. Es gibt jetzt einzelne Kliniken, die da versuchen, auch aus Marktgesichtspunkten männerspezifischere Angebote zu machen, und die machen dann auch spezifischere Angebote, die landen wieder bei Klischees zum Teil. Also ob man nun mit depressiven Männern unbedingt Fußball spielen muss, ist die andere Frage. Aber ob man die nur in Gruppen setzen kann, wo sie sich miteinander austauschen, wäre die das andere Extrem. Gut. Letzter Punkt, aber ganz am Schluss. Wir haben eine lange Diskussion aus der feministischen oder frauenbewegten Ecke, eben ob es nicht eine Überversorgung von oder Medikalisierung von Frauen gibt. Für den Bereich der frühen Kindheit haben wir eher eine Medikalisierung oder Überversorgung von Jungen. Das betrifft vor allem den Heilhilfsmittelmarkt. Also wir haben da eben, jeder vierte Junge lernt die Sprache nur noch mit Sprachtherapie. Und die Frage ist, ob das in diesem Bereich nicht tatsächlich auch damit zusammenhängt, dass besonders viele Frauen auf die kleinen wenigen Jungs dann besonders kritisch gucken und die Anforderungen von Eltern und Erzieherinnen an ein 8-jähriges Schulsystem dann eben ein Übriges dazu beitragen, dass man das möglichst schnell lernen muss. Also da könnte man eben auch nochmal gucken unter Geschlechterfragen, wie in diesem Bereich eben tatsächlich es zu Fehl- und Überversorgungslagen kommt. Der Heilhilfsmittelmarkt ist gerade für Jungen ein interessanter Bereich. Ich glaube nicht, dass 25% der Jungen Sprachen nur mit einer Logopädin lernen müssen. Und es wird auch nicht gefragt, was macht das mit denen? Also wenn die das dann so gelernt haben, wie wichtig ist ihnen Sprache? Man braucht sich hinterher nicht darüber wundern, dass die nicht gerne lesen, wenn sie das quasi eingeprügelt gekriegt haben in Therapiestunden. Also nichts gegen Logopädie in einzelnen Fällen, aber gerade Jungen sind in diesem Bereich zwischen 5 und 7, wo es den Peak in den Verordnungen gibt, eben vielleicht wirklich einfach langsamer als gleichaltrige Mädchen. Und die Frage ist, können Schulen nicht irgendwie damit umgehen oder kann man in Schulen nicht mehr Sprache lernen oder in Kindertagesstätten? So. Das lasse ich und mache an einem Beispiel noch deutlich, dass natürlich die ganze Prävention auch relativ geschlechtsinsensibel gemacht wird. Und am geschlechtsunsensibelsten finde ich momentan die Bereiche Alkoholprävention und Ernährung. Es gibt immer sehr einfache Botschaften. Das ist ein Spiegel, ein Sterntitel aus dem August 2010. Und natürlich ist die Frage, was soll dieser Mann beim Arzt? Also vielleicht muss der andere zum Arzt, das können die Berliner besser beurteilen, aber das ist, aber dieser Mann ist unter 35, auch wenn jetzt das BMG gerade plant, die Altersgrenzen zu senken für den Gesundheitscheck. Also die Frage ist, ob wirklich ein Mann in diesem Alter von einem Arztbesuch profitieren kann oder nicht, ist doch eine sehr entscheidende Frage. Und in der Prävention sind, das werden viele von Ihnen kennen als Cartoon, die meisten Programme so gemacht, als seien alle Menschen irgendwie Menschen und deshalb irgendwie gleich und hätten nicht sehr unterschiedlich
unterschiedliche Voraussetzungen, gesund zu leben oder ein gesundes Verhalten zu zeigen. Alkoholprävention, wenn ich Sie frage, wie ist ein typisch trinkender Mann, wie stellen Sie sich denn vor, werden Sie ein ganz anderes Bild vor Augen haben als eine typisch trinkende Frau. Was wäre das Getränk zu dem typisch trinkenden Mann? Bier. Und das zur Frau? Sekt. Ja. Genau, also es klappt irgendwie mit allem. Also wir haben Geschlechterstereotype im Kopf und Heino Stöber hat das mal irgendwie in Trinkregeln für Männer zusammengefasst. Also trink's pur, süßer Alkohol ist Frauensache, dann eben tatsächlich eben Bier und harte Getränke zu besorgen und eben nicht lange zögern, hau weg den Scheiß. Also man hat sehr unterschiedliche Trinkgewohnheiten oder Trinksprüche für Männer und Frauen würde man machen. Und der hat auch eben in einer Studie nachgewiesen, dass eben der Alkohol eine ganz andere Funktion für Männer hat als für Frauen, eben auch wieder um Konkurrenz. Also der Mann, der am meisten trinkt, ist nicht der dümmste Mann, sondern ist der männlichste Mann auf jeden Fall oder er am meisten verträgt. Also ob er dann hinterher so noch gut aussieht, ist eine andere Frage, aber das ist auf jeden Fall auch eine Rangordnung herzustellen. Die größte Kampagne in Deutschland in diesem Bereich läuft von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wird 10 Millionen pro Jahr kriegen die von der privaten Krankenversicherung, damit die ihr Logo auch in die Öffentlichkeit halten können und nicht andere Präventionsaktivitäten befördern müssen. Auch ein heikles Ding. Und weder der Kampagnentitel, das nennt sich eben Kennt dein Limit, ich weiß nicht, das haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, das eine oder andere Plakat, das sind immer vermeintlich typische Jugendsituationen. Aber vermeintlich typische Jugendsituationen, wie sich die Agenturen die vorstellen. Ich hatte neulich mal, also ob der Alkohol so gepflegt dann in einer charmanten Kneipe getrunken wird, wage ich zu bezweifeln. Ich bin neulich mal an einem Freitagabend aus einem Vorort von Hannover, aus Seelze nämlich, diejenigen, die Niedersachsen kennen, wissen, das ist echte niedersächsische Pampa, in einen S-Bahn gestiegen, die um 12.10 Uhr Hannover Hauptbahnhof ankommt. Das war, ich wusste nicht, dass es solche Welten gibt. Also das war voller alkoholisierter oder alkoholtrinkender Jugendlicher. Also die machen das Vorglühen nicht zu Hause, sondern auf dem Weg in die Discos. Also das heißt, die Frage, wer solche Bilder produziert und wann wo getrunken wird und wer so viel trinkt, das sind sehr akademische Fragen, die sind aber häufig von jeder Realität weg. Und Sie sehen, es ist immer gleich aufgebaut, irgendwie eine Situation, die man sich als vermeintlich typisch vorstellt. Und dann, sie lässt heute noch die Hemmungen fallen, er stellt sich später nackt ins Netz und der dritte junge Mann landet auf der Intensivstation. Herr Bahr musste in diesem Herbst vor die Presse treten mit Frau Pott und eben zugeben, dass in der Welt wurde das dann so getitelt, dass für die Welt ja schon ein Fortschritt. Besonders junge Männer trinken trotz teurer Plakate und Kinosports praktisch unverändert weiter. Und es liegt eben in der Anlage dieser Geschichten. Es gibt auch kaum eine Kampagne, die ähnlich verarscht wird wie diese. Weil sie eben mit so sehr einfachen Tipps arbeitet. Wenn Sie auf die Homepage tatsächlich gehen, wenn Sie das noch interessiert nach diesen Bildern, dann finden Sie diese 7 Tipps. Und die werden auch nochmal unterlegt mit irgendwelchen Sachen. Also, und die ersten 5 Tipps sind Anleitung zum Unmännlichsein. Also vor allem 5, Alkohol freundlich, aber bestimmt an, ablehnen. Oder 4, an Freunden oder Bekannten orientieren, die keinen Alkohol trinken. Also das ist bestimmt nicht mit männlichen Jugendlichen mal diskutiert worden. Ist das überhaupt ein realistisches Verhalten? Oder unter welchen Bedingungen würdest du sowas machen? Das ist vielleicht allgemein gut. Jetzt komme ich hier schon wieder raus. Und deshalb wird diese Kampagne, ähnlich wie Keine macht den Doofen, zu seiner Zeit total verarscht. Also sie finden in den Bildern im Netz, also das ist eben hier mit Frau Käsmann, er ist sauer auf sie und schaltet die Ampel auf rot. Sie tankt ordentlich mit Zwetschgenkreis und fährt trotzdem Auto. Er nimmt ihre Schuld auf sich und wird ihr verzeihen. Und dann Alkohol macht betrunken aus. So Klaus, www wird lieber gleich katholisch.de. Also das ist, also das Strickmuster ist ähnlich sinnlos. Sie finden das auch mit bekannten politischen Persönlichkeiten, aber es lässt sich in endlos machen. Ich zeige das deshalb nicht nur, weil es amüsant ist,
sondern weil ich glaube, dass viel von dem, was wir, Prävention ist immer so ein Feld, wo relativ viele Aktivitäten stattfinden und man ist froh, dass überhaupt was passiert. Das ist so ein Feld und vielleicht deshalb auch ein idealer Frauenarbeitsplatz, um das mal an dieser Stelle nochmal kritisch zu sagen, weil man irgendwie in diesem Bereich dann irgendwie was verzeichnen kann oder politisch irgendwie gut darstellt. Es gibt aus diesem Jahr einen sehr interessanten HTA-Bericht, also eine Einschätzung dessen, was dort eben läuft, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Dann hat das DIMDI gemacht. Die haben alle den Bund und die Länder angeschrieben, wie viel sie, welche Programme sie fördern und wie sie, viel sie investieren. 40 Millionen sind dort irgendwie in die Programme, die untersucht worden sind, investiert worden. Das sind 208 gemeldete Präventionsprojekte insgesamt gewesen. Von diesen 208 haben überhaupt nur 5,3 eine Ergebnisevaluation durchgewunken oder aufgewiesen, nicht durchgewunken. Das ist ja auch Arbeit. Das sind 11 Projekte von 208 gewesen, die dort eben evaluiert waren und in Bezug auf Ergebnisse. Und von diesen 11 sind nur 1,9%, also insgesamt 4 Projekte, die Wirkung bei der Zielgruppe nachweisen. Im Umkehrschluss kann man sagen, 204 Programme können zumindest in einer öffentlichen Untersuchung nicht nachweisen, dass sie überhaupt irgendeine Wirkung nachweisen. 98 Projektbeschreibungen machen überhaupt nur eine Wirkungs-, überhaupt irgendeine Form von Evaluation. Das heißt, wir sind im Bereich, wo wir jenseits von erwiesene Evidenz sind und wir sind es vor allem in Bezug auf Geschlecht eben auch auf dem Bereich, wo wir eben tatsächlich Männer nicht erreichen. Letzter Punkt, Ernährung ist genauso ein Thema, wenn ich Sie nach einer typisch essenden Frau frage oder einer typisch essenden Mann, werden Sie sofort auf andere Lebensmittel kommen oder Sie werden sofort auf andere Essroutinen kommen. Also wer isst mehr oder wer nimmt sein Übergewicht wahr? Das ist ein Cartoon vom australischen Kollegen, der eben zeigt, wie Frauen eben ihr Gewicht wahrnehmen. Also sie überschätzen es, ihr Realgewicht, während die männliche Selbstwahrnehmung deutlich besser ist. Ja. Aber kaum eine Präventionskampagne baut irgendwie darauf auf. Also, dass eben Männer ihr Gewicht eher unterschätzen und Frauen es eher überschätzen. Es gibt aber einen Bereich, der davon lebt, also wo insbesondere jüngere Männer auch andere Themen eben voranbringen. Diese Zeitschrift ist immer gleich und macht immer die gleichen einfachen, vermeintlich einfachen Gesundheitstipps. Und das wäre nie ein Erfolg gewesen, wenn das Männergesundheit als Heft gehießen hätte, sondern Men's Health und so eine Mischung aus Flirttechnik und Karrieretipps bringt dann auch Gesundheit irgendwie mit unter. Gut. Ein letzter Punkt dazu, es liegt häufig schon an dem, also Männer nicht zu erreichen über Prävention, wie diese Geschichten ausgeschrieben werden, wenn sich die Gesundheitsbildungsprogramme der Volkshochschulen angucken. Das ist ein völlig männerfreier Raum, schon von der Ausschreibung und den Bildern, die dort gezeigt werden. Also gucken Sie mal in Berlin, da finden Sie unter den Gesundheitsbildungskursen der Volkshochschule Berlin nur Frauenbilder. Also wenn ich als Mann zufällig da reingerate, ist überhaupt die Frage, ob ich als Mann, wenn ich was machen will, unter Gesundheitsbildung gucke. Aber das ist die eine Frage. Aber wenn ich dann da lande, habe ich 1000 tanzende Frauen in dicken Pullis oder in lockeren Pullis. Aber jetzt mal zu Essen, da waren wir ja gerade. Auch die Ernährungsbildung durch die Volkshochschulen, da könnte man von der Überschrift hier Volkshochschule Heidelberg denken, Kochen macht Spaß, Kochkurs für Einsteiger. Wenn Sie dann den Ausschreibungstext sehen, bringen Sie bitte zu allen Kochkursen verschließbare Behälter mit und wenn Sie wollen, eine Küche. Also das ist der erste Satz dieses Ausschreibungstextes. Den hat bestimmt kein Mann vorher gelesen, obwohl Kochen für Einsteiger ein echtes Männerthema wäre. Aber wenn ich die Idee habe, ich muss schon Tupper, also ob wir im Haus haben und eine Schürze mitbringen, ist das nicht attraktiv. Und das finden Sie eigentlich in vielen dieser Ausschreibungen. Zweites Beispiel dazu aus Neubrandenburg hier um die Ecke. Das ist der ganze Einleitungstext zu dem Bereich Gesundheitsbildung dort. Die Gesundheit sieht es lieber, wenn der Körper tanzt, als wenn er schreibt. Ob das der Aufhänger für Männer ist, ist nochmal die Frage. Es ist immerhin Lichtenberg. Dann finden Sie viel Richtiges über gesundheitsfördernde Lebensstile, aber der Kurs für Männer ist in der vorletzten Zeile vorbei. Also bitte bequeme Kleidung und dicke Socken mitbringen. Also als Vorstellung, was da gemacht wird und wie es aussieht und wie unmännlich das ist. Also ich habe Psychologie in Hamburg studiert. Ich weiß, wovon ich rede. Also durch den Raum gehen und irgendwie in lockerer Kleidung was machen, ist keine besonders handlungsmotivierende Geschichte. Und ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass eben Männer in diese Ausschreibung und die Programmgeschichten nicht eingebunden werden. So, vorletzter Punkt und den ganz schnell. Man kann an Männer rankommen, auch mit Gesundheitsthemen.
Und das, womit es am erfolgreichsten und am längsten schon klappt, ist das, wissen Sie, wofür das wirbt? Wie kommen Sie auf Viagra? Von wie vielen Medikamenten kennen Sie den Hersteller? Also Aspirin noch, genau. Also, aber dann hört es auf. Aber Sie sehen, es ist von der Markteinführung, dass Sie sehen ein blaues Plakat, da steht Pfizer drauf und sofort haben Sie Viagra im Kopf. Also es ist von der Markteinführung genial, also was die da gemacht haben. Und es arbeitet mit Stereotypen, ohne Ende. Da steht nichts von erektiler Dysfunktion drauf, also, sondern da steht drauf, ich will, ich kann mit Leib und Seele Mann. Das ist eine Werbung aus dem Spiegel. Also man hätte durch auch Text schreiben können. Also das ist, also man kann Männer damit erreichen, indem man auch bestimmte Klischees bedient. Und Viagra hat es bis zum Ende bedient, eben sowohl von der Werbung, von dem, was gezeigt wird, von den Grundfarben dieser Geschichten. Also das ist eine typische Kommunikation, Gesundheitskommunikation, die bei Männern auch ankommt, weil sie auch so stereotyp ist. Und natürlich kann man fragen, will man das immer wieder bedienen oder nicht. Aber auch die Tablettenform, wer im Saal weiß nicht, wie eine Viagra aussieht? Ja, niemand. Also weil himmelblau, rautenförmig mit abgerundeten Ecken. Also das ist von vorne bis hinten genial gemacht. Natürlich verändert das Geschlechterstereotype und eben auch unterstützt männliche Allmachtsfantasien. Und man kann das natürlich alles kritisch sehen, aber es ist eben wirklich eine sehr gelungene Markteinführung. Und dieser Markt geschlechtsspezifischer Produkte ist auch demografiefest. Also das ist eine Werbung aus der Bild am Sonntag zur Harninkontinenz. Also Sie sehen, es arbeitet mit denselben Stereotypen wie Viagra. Es steht auch nichts von Harninkontinenz drauf, sondern entspannt und sicher in den Tag und hält Ihr bester Freund nicht mehr dicht. Also es ist auch wieder himmelblau und es ist ein Mann, der wahrscheinlich diese Ware gar nicht brauchen kann, weil er noch zu jung dafür ist. Aber es ist ein Markt, wo sich viele Gedanken gemacht werden. Im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention ist es nicht so. Und es wird eben, was eben man auch nie machen würde für andere Produkte, es werden die Frauen häufig eingespannt. Also in Werbestrategien bewusst mit eingeplant. Also das unterscheidet es eben von eben frauenspezifischen Angeboten. Also wenn Sie eine Prostata-Operation als Mann kriegen, gibt es eine Broschüre für die Partnerin. Aber bei einer Brust-OP gibt es nie eine Broschüre für den Angehörigen, obwohl das natürlich viel mit ihm macht. Also da ist das Gesundheitswesen einfach so organisiert, dass es eben bei die Frauen immer einspannt, wenn es geht, damit die Männer irgendwas machen. Aber umgekehrt wird an die Männer da kaum gedacht. Gut, letzter Punkt. Wie kann man das denn besser machen? Und ich glaube, man kann es nicht so besser machen. Also indem man einfach Männer und Frauen in vermeintlich typischen Situationen zeigt und das ein bisschen karikiert, was die Alkoholwerbung macht. Und der Königsweg von den Leuten, die an Broschüren und Plakate glauben, ich glaube nicht daran, ist eben genau die Bilder auszuwählen und dann eben vermeintlich geschlechtergerecht zu sein, indem ich Bilder von Männern und Frauen zeige. Und natürlich ist auch die Frage, ob ich immer auf Risiken gucke. Also komme ich damit gut an, indem ich jedes Risiko mir bewusst mache oder für jedes Risiko eine Kampagne entwickle. Und Gesundheitserziehung an sich, man beachtet, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung immer noch Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also das Menschenbild, was dahinter stellt. Also Aufklärung ist eigentlich ein schönes Projekt gewesen, aber in 2013 kommt das sehr besserwisserisch daher, dass jemand mehr weiß als jemand anderes und den dann aufklärt. Also das ist hanebüchen eigentlich schon von der Wortwahl. Und es gibt auch einen Psychologen, einen Pädagogen in Hannover, der eben gesagt hat, Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar. Und wir gehen immer von sehr einfachen Menschenbildern aus. Also wir müssen nur mehr informieren, dann zeigen sie schon das gewünschte Verhalten. Aber Menschen sind eher nicht triviale Maschinen. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, was dabei rauskommt, wenn man einen bestimmten Reiz reingeht. Jeder bringt seine Lebensgeschichte, seine Geschlechtsidentität mit. Und ob aus einer Alkoholkampagne dann ein nicht alkoholtrinkender Mann wird, ist sehr relativ unwahrscheinlich, weil die Geschichte und die Gedanken, die er sich dazu macht und die Identität eben dem entgegenstehen. Ich glaube, man müsste anders ansetzen. Man braucht andere Bilder von Männlichkeit und man muss da ansetzen, wo was gelingt. Also bei dem David, der irgendwie noch schlank ist, also an dem, was, oder eben bei dem, was bei Männlichkeit auch gelingt. Dazu gibt es eine, auch von der BZGA, sie macht ja nicht nur unsinnige Projekte, eine sehr schöne ältere Veröffentlichung, da wurden Jungen zur Sexualaufklärung befragt
und ihren Kompetenzen in diesem Bereich. Und die haben das, was sie dabei rausgekriegt haben, eben auch schon als Titel der Broschüre genommen. Also die Jungen zwischen 14 und 16 erleben sich als kompetent, authentisch und normal. Und da anzusetzen, bei der Selbstwahl. Und ich glaube auch, der übergewichtige 56-jährige Mann ohne Partnerin, der irgendwie sexsüchtig vor einem Computer sitzt oder der zu viel trinkt oder zu viel raucht, erlebt sich als relativ kompetent, authentisch und normal und nicht als das, was ich jetzt gerade als Gesundheitsverhalten notiere. Und die haben gesagt, die Jungen erleben sich als Selbstexperten. Und ich glaube, das muss man auch in der Kommunikation mit Männern ernst nehmen, dass sie sich immer so erleben oder meistens so erleben. Und dass das natürlich Defizitorientierung da auf den ersten Blick auf keinen Fall weiterführt und vielleicht erst im zweiten Stadium was überhaupt was bringen kann, wenn es überhaupt was bringen kann. Es gibt aus dem Bereich der Arbeitsschutz, da gibt es eine Frauenministerkonferenzentschließung auf 2011, die eben die Defizite im Arbeitsschutz und in der betrieblichen Gesundheitsförderung in Bezug auf Frauen und Geschlecht nochmal festhält. Also das ist von den Arbeitsplätzen, wenn man guckt, an gerade die Arbeitssicherheit an komplett in männlicher Hand. Aber es gibt eine relativ alte Veröffentlichung aus 2003 von der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Und die sagen, wenn man was anderes machen will in diesem Bereich und daran fehlt es eben im Medizinsystem, es fehlt an einer positiven Einstellung zur Geschlechterthematik und überzeugtem Engagement. Also wir haben immer nur Engagement von wenigen und wenn das nicht die Grundvoraussetzung ist, wird auch nicht mehr in diesem Bereich werden. Da wäre eben die Frage, wie kommt man zu mehr dazu. Ich überspringe jetzt den ganzen Rest nur noch auf ein Informationsangebot. Wir haben 2003 das Frauengesundheitsportal gehabt, rund um diesen Frauengesundheitsbericht. Seit 2012 gibt es jetzt auch ein Männergesundheitsportal, wo nochmal versucht worden ist, bestimmte Themen aufzugreifen und auch Informationen für Fachleute vor allem in diesem Bereich zu Veranstaltungen, zu Veröffentlichungen zu bünden. Das ist jetzt relativ neu freigeschaltet worden. Wir selber haben im September 2011 ein Heft zu Männer- und Frauengesundheit, zu Männer- und Jungengesundheit gemacht unter dem Titel Nicht das Falsche fordern. Da finden Sie einige von den Gedanken heute nochmal wieder. Gibt es leider nur noch als Online-Datei auf unserer Homepage. Es ist komplett vergriffen, weil relativ viele Nachfrage dazu gewesen ist. Ich ende mit zwei bösen Bildern. Das eine ist männerfeindlich und frauenfeindlich. Das nochmal zeigen sollte, dass wir ständig von Geschlechterstereotypen umgeben sind. Aber ich glaube, dass gerade im Gesundheitsbereich zu wenig reflektiert damit gemacht wird und dass das zumindest für den Bereich Prävention und vielleicht auch für Berufswahl irgendwie ein Kernthema ist, was mehr angegangen wird. Zuerst das frauenfeindliche Bild an dieser Stelle. Werbung für eine Luxusuhr, aber das Männerfeindliche ist besser und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Thomas Altgeld. Als wir die Tagung vorbereitet haben, war ich total ruhig, was Ihren Beitrag angeht, weil der auf jeden Fall reinpasst, wie ich finde. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Fragen gibt, aber Meinungen gibt es ganz sicher. Bitteschön. Kleinen Moment, das Mikro kommt gleich angeflitzt. Ich möchte gerne einmal Sie fragen, wir machen uns in Hamburg ganz viele Gedanken, sicher auch woanders, wie man junge Männer für die Pflegeausbildung gewinnen kann. Wie würden Sie da einen Ansatzpunkt, ich mache das mit diesen Bildern gar nicht fragen, aber könnten Sie, wie würden Sie sagen, also Sie haben ja vorhin gesagt, keine Chance, Abgrenzung von weiblichen Stereotypen. Aber es muss ja auch irgendwie eine Chance geben. Also wo würden Sie da eine Stellschraube sehen? Also wir machen in dem Bereich ein anderes Projekt, wo es darum geht, junge Menschen mit Migrationshintergrund in die Altenpflege zu kriegen. Und wir haben da, eine Erfahrung ist vielleicht auch auf die Männer in der Pflege übertragbar. Wir haben da gemerkt, von der Berufswunschwahl bis zum Thema Altenpflege ist ein sehr weiter Weg. Also wir machen das jetzt, indem wir mit alten Leuten in Schule gehen und über Alter diskutieren. Also und was Ähnliches würde ich mir auch für die, also ich glaube zu gucken, was ist das überhaupt oder wie läuft Gesundheit. Also ich würde eher mit den Jungen in Kranken oder mit einer ganzen Klasse in Krankenhäuser gehen oder in einen technisierten Bereich. Also als jetzt zu sagen, ich will sofort irgendwie, dass die in die Pflegeausbildung kommen. Also eher. Also Sie können natürlich auch mit engagierten Pflegern in die
in die Schulen gehen und die von ihrem Beruf, aber die was angucken zu lassen, wie das praktisch funktioniert. Also ich glaube, dass wenig über Krankheitsversorgung da ist, wenn man nicht mal einen nahen Angehörigen länger da besucht hat. Aber da in die Einrichtungen, in denen was man, das ist erstens interessant, weil es eine Abwechslung ist, und zweitens bringt es nochmal vielleicht auch mehr, also wenn man sieht, wie technisiert und wie anders das ist, vielleicht auch nochmal mehr stereotype Berufswünsche in Gang, gegen den Stereotyp Berufswünsche in Gang. Aber es ist schwierig. Und ich glaube, und die Männer, die ich in der Krankenpflege kenne, die gehen die Leitern, die es da gibt, schneller hoch oder gehen da wieder raus. Also, oder die sind überproportional vertreten in Pflegemanagement-Studiengängen. Also das ist, und dann in Pflegedienstleitungen. Also das ist, also im Vergleich zu ihrem Anteil in der grundständigen Pflege. Also natürlich wäre da Vergütung auch eine andere Frage. Oder eben das Zeichnen der Karriereleiter, vielleicht auch ein Punkt, den man nochmal stärker akzentuieren kann, der Männer vielleicht mehr reizt. Frau Kuhlmann, hier vorne bitte. Nein, ich will überhaupt nicht widersprechen. Ich wollte dazu nur kurz anführen, ich glaube, dass man genauso wie bei Ihren wunderschönen Bildern, ich habe mir das wirklich sehr gerne mal wieder angehört, dass man sagen muss, ja, aber was immer wir tun, Männer sind eben einfach auch nicht blöd und ein bisschen weniger gewillt, sich auf Angebote einzulassen, die letztendlich in Sackgassen führen. Und deshalb denke ich, solange man nichts an den Bedingungen ändert, kann man tausendmal solche schönen Aktionen machen. Ich will da gar nicht dagegen sprechen, das ist sicherlich wichtig. Trotzdem, das wird genauso enden wie diese wunderschönen Alkoholbilder, die sich Herr Bar oder sonst wer ausgedacht hat, wo jeder nur drüber lacht und wo letztendlich sich nichts tut. Weil ich denke, ab einem bestimmten Punkt, und da ist sicherlich ein Unterschied zu, Sie haben ja irgendwie die Versorgungsfrage eher angesprochen, nicht die Berufsgruppen. Aber ich denke, wenn man über Berufsgruppenwahl spricht und was ändern will und da wirklich Männer in den Bereich reinkriegen will, dann muss man was an diesen Bedingungen ändern. Anders wird sich das nicht ändern. Genauso wie bei Präventionsangeboten, wenn man die nicht irgendwie auf die Lebenswelt von Männern zuschneidet, dann werden die auch nicht dahin gehen. Und zum Teil, das ist auch, was Sie ja kennen, ist auch schon häufig in der Frauenbewegung auch diskutiert worden, dass man vielleicht sich auch mal fragen muss, ob nicht bei einigen Präventionsangeboten die Männer schlauer sind, dass sie sich dem einfach verweigern, weil sie sich natürlich dieser Medikalisierung verweigern. Wobei ich keineswegs, wie Sie ja wissen, gegen die Prävention argumentiere. Aber ich denke, das sind schon irgendwie so Sachen, dass man auch nicht denken sollte, man könne durch irgendwelche Angebote jetzt mal so ein bisschen pfiffig so einen Weg finden, um da jemanden reinzubringen, weil letztendlich gucken Menschen auch auf Strukturen. Und vielleicht, das bringt mich nochmal auf eine Idee für Sie aus Hamburg. Also auf keinen Fall irgendwelche Plakate oder Broschüren machen, sondern vielleicht eher mal Fokusgruppen mit männlichen Jugendlichen. Also welche Themen interessieren Sie, unter welchen Bedingungen? Also tatsächlich mit den Jungen, also eben weil Sie sagen, Sie sind zum Teil auch schlauer, weil Sie nicht auf so einfache Sachen reinfallen. Aber tatsächlich mit denen reden. Also wir machen uns ja immer Gedanken über schwer erreichbare Zielgruppen, aber viel von dem, was man anders machen könnte, ist in Diskussionen mit den Zielgruppen. So sind wir auch eben auf das Alter in Schulen gekommen. Das Altenpflege hat die noch überhaupt nicht interessiert, weil die überhaupt keine Vorstellung von irgendwie, weil sie eben nicht mehr in Mehrgenerationenhäusern zum Teil leben, also Mehrgenerationenhaushalten, nicht Häusern, also wie das eben ist und was da Ansichten sind und also da muss man vielleicht wirklich mit denen einfach reden, die sie dann hinterher da bestenfalls haben wollen. Frau Klopfer. Bitte schön. Dankeschön, Martina Klopfer, Female Resources. Also wenn ich jetzt die Diskussion so verfolge, Stereotype bei der Pflege, also Geschlechterstereotype, die Mädchen, die Frauen als helfende Engel, also ich spreche es mal wirklich ganz, ganz grob runter. Und Jungs, junge Männer oder Männer überhaupt, also ich erlebe das auch bei meinem Mann, die Helden. So, also jetzt stellt sich neben der strukturellen Veränderung, die da ganz wichtig ist, aber um junge Menschen zu erreichen, also junge männliche Menschen, die vielleicht auch gar nicht mal so sehr aufs Geld schauen, insofern, wenn sie Helden sein können, in anderen Berufsgruppen, müsste man vielleicht mal vergleichen, was reizt da? Also gibt es eine Möglichkeit, gerade diesen bisher noch unattraktiven oder für Männer, für Jungs unattraktiven Pflegeberuf in einer Heldenform, in eine Heldensage zu gießen, jetzt mal um das ganz auf den Punkt zu bringen. Ob es dann immer Helden sein müssen, ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube, es gibt auch Jungs, die keine Helden sein wollen. Aber
Da, oder es wäre eben tatsächlich die Frage, wann werden Helden interessant? Also man müsste sich zu Ihrer Frage auch nochmal die Schulbücher angucken. Also wer ist dann Arzt in den Schulbüchern und wer ist Schwester, also, oder Krankenschwester? Also man müsste sehr früh angucken, welche Bilder wann wie vermittelt werden. Sie haben es gesagt, Frau Höppner, eben in der Öffentlichkeit, welche Form von Professionalität gilt dann? Also oder warum werden die Horden von Physiotherapeutinnen nie abgebildet, aber die wenigen, die an Fußballern rumkneten. Also das ist, also, da, und das können Sie aber in, für jeden Bereich, also gerade im öffentlichen Bereich, auch die, also bei Schulbüchern ist das tatsächlich die Frage, was wird da gezeigt und was wird dort nicht gezeigt. Also man wird nicht kurzfristig Leute gewinnen, aber man müsste sehr strategisch ansetzen, an welchen Punkten kann man was ändern. Und da wären das auch andere Punkte. Weitere Meldungen? Ich fürchte, da, bitteschön. Physiotherapie beispielsweise fällt mir immer auf, dass eine Motivation geweckt wird, wenn die jungen Männer Zivildienst gemacht haben. Da, das ist sehr auffällig gewesen und da bricht uns möglicherweise jetzt auch nochmal wieder was weg. Ja, da bricht auf jeden Fall so. Vielen Dank. Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann vielen Dank. Thomas Altgeld. Wir setzen fort mit unserer Podiumsdiskussion nach einer kurzen Pause. Ich schlage vor, dass wir jetzt nicht eine halbe Stunde Pause machen, sondern vielleicht bis 10 vor, also um, wann ist es dann, um 15.50 Uhr weitermachen. Eine Tasse Kaffee gibt es auf jeden Fall noch. Ich fürchte, das Thema, wie kann Gender gelingen, ist mindestens einmal heute schon beantwortet worden, nämlich die Bedingungen zu ändern. Weitere Dinge wird meine Kollegin Simone Schmollack mit den Expertinnen diskutieren. Simone Schmollack ist Taz-Journalistin und im Bereich Innenpolitik und da unter anderem auch für Genderfragen zuständig. Sie wird dann den Rest des Podiums vorstellen. Bis dahin.